Hallo liebe YouTube-Freunde, ich bin's, euer Arovex, heute mit der Cap auf, mit der LA Dodgers Cap. Und ich möchte jetzt Folgendes mit dir besprechen. Und zwar, nächsten Monat ist schon die Gamescom 2023. Und ich möchte dir erklären, was du da zu beachten hast. Für wen die Gamescom dieses Jahr gemacht ist, für wen nicht. Wer sie vielleicht vermeiden sollte und wer vielleicht direkt hingehen sollte. Als erstes solltet ihr wissen, ich war schon viermal dort. Das heißt, ich kann die Lager natürlich ein bisschen besser einschätzen, wie jemand, der natürlich noch nicht dort war. Du solltest dich auf jeden Fall frühest wie möglich nach Köln zur Gamescom begeben, weil die Schlangen werden ab 11, 12, 13 Uhr, ich sag mal, immer länger und dann möchte man natürlich auch nicht anstehen. Bitte tu mir einen Gefallen und nimm einfach bitte Trinken mit. Nimm ordentlich und genug Trinken mit, weil in den Hallen ist es wirklich so warm, als wäre man draußen in einem Freibad. Also das ist wirklich so richtig drückend und so und deswegen nimm bitte einfach Trinken mit. Zum Thema der Lage dort, wie die Lage sein könnte. Letztes Jahr, im Jahre 2022, der Gamescom, war der YouTuber und Streamer Montana Black dort. Und ich sag mal so, es war ziemlich voll. Leute, die irgendwie ein Problem haben mit Wahrnehmungen oder so, wenn es voll wird, oder halt Platzangst, das solltet ihr dann vermeiden. Also ihr könntet da theoretisch auch, wenn es überhaupt nichts für euch ist, so eine Art Panikattacke bekommen. Deswegen, Leute, wenn ihr nicht mit Platz umgehen könnt oder so, mit richtig Platzangst habt, dann vermeidet lieber die Gamescom. So Leute, und jetzt erzähle ich euch noch, wie ihr ungefähr die Gamescom 2023 einschätzen sollt. Ich würde persönlich sagen, sie wird ein bisschen weniger, ein bisschen leerer wie letztes Jahr. Weil letztes Jahr war ja die Gamescom direkt nach der Pandemie. Das war dann quasi die erste nach der Pandemie. Ja Leute, was kann man dazu noch sagen? Der Spielemarkt ist heutzutage nicht mehr so interessant. Und was dann halt noch wahrscheinlich auch sein wird, ist, dass, ich sag mal, die Hälfte der Menschen die Gamescom eher als, ja, guck mal hier, ich will diesen YouTuber und diesen Streamer sehen und sowas. Und ja, damals war die Gamescom halt noch, wo ich zum ersten Mal da war, 12, 13. Boah, da ist der neue FIFA-Stand, da gibt's das neue FIFA 16, 17. Und das war einfach die Zeit, die gibt es heutzutage nicht mehr. Heute sehen die Leute irgendwie alle die Gamescom als Streamer treffen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier mit diesem Video ein wenig helfen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir helfen, was du beachten solltest auf der Gamescom. Und ja, wie gesagt, Leute, nächsten Monat dann genug trinken und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Ciao, ciao.